Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Die Drogerie explodiert. Also da kommen immer wieder Neuheiten raus und heute zeige ich euch ein paar davon in einem Haul. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen über diesen Tisch zu fegen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hier sind ein paar Beauty-Produkte drin, hauptsächlich Beauty-Produkte, aber auch ein paar Haushaltsprodukte. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich habe euch auch zum Beispiel zu vielen dieser Produkten ein Full-Face geschminkt. Das müsste wahrscheinlich schon online sein. Verlinke ich euch mal gerne im i. Ich starte aber einfach mal mit so einem total fancy Produkt von For Your Beauty. Bei Rossmann und DM war ich nämlich shoppen. Pinselseife und Pad. Das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich finde es immer ganz interessant, wenn Drogerie-Eigenmarken dann ja auch Produkte rausbringen, die man so schon von anderen Marken kennt. In dem Sinne liebe ich ja zum Beispiel die Da Vinci Seife oder auch die Luvia Pinselseife. Und hier haben wir auch noch so ein Pad mit dran. Und ich bin gespannt, wie gut diese Seife reinigen wird. Ich denke nicht, dass ich das Pad mit verwenden werde, aber ich finde zum Beispiel diese Aufbewahrung ganz interessant. Ne? Also da muss ich sagen, das hat mich auf jeden Fall gecatcht. Und genau, also du hast nämlich bei dieser Aufbewahrungsdose, das ist hier ja so abgebildet, auch noch diesen Deckel mit dabei, sodass die Seife auch trocknen kann. Das ist nämlich oft mal ein Problem, was ich so habe, wenn ich jeden Morgen so meine Pinsel reinige, nachdem ich mich geschminkt hatte halt, ne? Oh, nachdem ich mich abends für die Videos und so geschminkt habe, dass ich da manchmal denke, nicht, dass das Pinselseifending nicht richtig trocknen kann und dann hast du da vielleicht Bakterienbildung oder so. Dann habe ich hier auch noch für meine Morgen- und Abendroutine von Isana die waschbaren Abschminkpads gefunden. Die sind aus 100% Baumwolle und das sind 6 Stück hier drin. Ich hoffe, dass ich die auch ganz normal verwenden kann. Ich werde die ja ganz normal, wie immer, Waschmaschine und Trockner packen. Ne? Werdet ihr auf jeden Fall dann auch im Aufgebrauchsvideo die Packung wiederfinden, dass ich euch sagen kann, wie die sich so verhalten. Ich verwende die wirklich ganz gerne sowohl zum Abschminken von Lippen und manchmal auch Augensachen, aber hauptsächlich verwende ich das, um Toner aufzutragen. Ne, das ist so mein Vibe. Die fühlen sich sehr schön an. Auch die Kante ist schön gewebt, sodass sie jetzt nicht irgendwie kratzig oder pieksig wäre. Ich denke, das wird was können. Das ist etwas, was ich abends verwenden werde, nachdem ich geduscht habe. Das ist von der Ideenwelt, das Mikrofaser-Kopfhandtuch. Das ist dieses hier. Und sowas verwende ich immer. Also ich, ne, wasche mir die Haare oder dusche mich halt und dann mache ich meine Haare halt in so einen Turban rein, damit ich mich halt eincremen kann und so und dann sind mir die Haare nicht im Weg. Fühlt sich soweit so gut an. Ich hoffe, dass der Knopf ordentlich auch hält. Das ist auch manchmal so ein Ding, dass der relativ schnell abgeht. Den kannst du natürlich wieder annähen. Der sieht aber eigentlich soweit so gut erstmal aus. Und was auch manchmal so ein Knackpunkt ist, ist quasi dieser Loop, den man dann um den Knopf drum zumacht, den ich jetzt hier gerade, doch hier, hier ist der. Mal gucken, weil der reißt bei mir eigentlich auch immer relativ schnell. Mal gucken, das ist hier so ein kleines Gummi, ne? Und ja, schauen wir mal, wie das so funktioniert und ob das funktioniert und ob ich das empfehlen kann. Die gibt es ja auch im Action und so weiter. Die aus dem Action finde ich persönlich ein bisschen zu kratzig. Das hier fühlt sich sehr schön flauschig an. Mal gucken, wie das so funktioniert. Dann habe ich mir, ich denke mal für hier oben, weil auf dieser Seite habe ich zwar eine Softbox stehen und ein Ringlicht, aber dennoch habe ich auf der Seite manchmal gar nicht so gutes Licht und das nervt mich manchmal, diese LED-Tischleuchte bestellt. Ich glaube, die war sogar reduziert. Ja, genau. Und dann wollte ich mal gucken, ob ich damit einfach ein bisschen bessere Ausleuchtung hinkriege oder ob ich die einfach für den Hintergrund nehme. Also Beleuchtung ist halt hauptsächlich bei YouTubern ja so ein Thema. Ne? Du willst ja immer zusehen, dass ihr auch alles so sehen könnt, wie ich das hier im Spiegel sehe. Und dann Technik und oh mein Gott, ihr habt es im Vlog gesehen. Die Technik ist manchmal nicht unbedingt mein Freund. Ich fand die ganz cool in diesem industriellen Design. Da haben wir hier oben ja auch unsere Lampen, ne? Die hat mein Freund ja gekauft. Und genau, die halt hier so auf dem Tisch fände ich, glaube ich, auch ganz nice. Als nächstes habe ich hier eine Nagelbürste, weil ich die von Schatzi gesehen habe und die nicht mehr so gut aussah. Das ist jetzt eine von For Your Beauty. Und ja, die, ne, kosten jetzt nicht die Welt, aber es sind halt Nagelbürsten, kann man gebrauchen. Wir sind hier immer noch so ein bisschen am Renovieren. Schatzi ist gerade jetzt auch bei unserer Treppe mit dabei, also ein Treppenaufgang. Puh, Leute, die Party geht da hart ab. Ihr seht es auch an meinen Fingern. Naja, genau, ist eine coole Nummer, braucht man auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal einfach so zu ein bisschen ja, Beauty im dekorativen Sinne. Da habe ich ja einmal bei Rossmann war das, glaube ich, diese Lux bei Wolfgang Jupp.
Box gesehen. Die hat Maxim ja auch schon in einem Video vorgestellt und das fand ich gar nicht so schlecht. Ich fand es sehr dezent, aber hat mir gedacht, okay, vielleicht kann man das ja auch mal ausprobieren. Es kommt super edel, ne? Ich weiß nicht, 10, 15 Euro hat das Ding gekostet, also die komplette Box. Und das fand ich schon günstig für die Produkte eigentlich. Okay, das ist noch alles so eingepackt. Das ist richtig edel gemacht, ne? Also wäre vielleicht auch ein schönes Geschenk, wenn die Produkte funktionieren. Das weiß ich jetzt so natürlich nicht. Okay, jetzt hat man hier ganz viel Verpackung. Die kann natürlich in Müll. Hier habe ich einmal den Blush und Highlighter. Das ist dieses hier. Irgendwie war in meinem Rossmann, als ich die mitgenommen habe, auch nicht irgendwie was zum Testen oder so da. Es ist eher ein Highlighter. Also das obere Gut kannst du sehr wahrscheinlich auch als Blush verwenden, sofern du auf Glow Blush stehst, weil das ist schon sehr intensiv glowy und ich glaube, es ist nur ein Hauch von Blush ist. Aber der Highlighter könnte farblich richtig geil werden. Also das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe jetzt just mein gerade, also heute, also ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, habe ich auch im Gesicht, habe ich euch eben auch verlinkt, ne? Ein Fullface zu Drogerie Neuheiten gemacht. Hä, wo ist jetzt der Zettel hin? Hä? Ah, jetzt ist er oben, okay. Genau, und da wird es aber noch weitere Parts von geben, weil ich einfach, also es gibt so viele Neuheiten, immer wieder, und da hat man natürlich, ich habe nur ein Gesicht und ich kann mich jetzt nicht dreimal am Tag abschminken. Das funktioniert nicht mit meiner sehr sensiblen Haut. Hier habe ich auch noch ein Lidschattenpaletten-Ding, was sehr, sehr komisch aussah. Also das sind halt einfach drei Schimmertöne. Ja, kann man vielleicht mit einem Bronzer zusammen kombinieren oder eben mit diesem Blush-Highlighter-Duo, dass man sich den Highlighter auch in den Innenwinkel gibt. Die sahen bei Maxim aber auch wirklich gut aus. Und dann hast du als drittes Produkt hier noch eine Mascara drin und als viertes Produkt was für die Lippen. Also eigentlich ein Full Face von Wolfgang Job Produkten. Huch, ciao. Für 10, 15 Euro, ne? Genau, hier einmal so ein Lippi, der einfach in einem gedeckten Ton ist. Einfach so eine Alltagsfarbe. Könnte jetzt auch sehr gut das sein, was ich auf meinen Lippen trage. Das ist jetzt der aus dem Project Pen, den ich gerade drauf habe. Und hier die Mascara, die sah bei Maxim sehr dezent aus. Da bin ich mal gespannt, was ich so aus diesem Gummibürstchen rausholen kann. Ja, ne? Riecht nach Mascara. Sehr, sehr dezent alles. Und die Verpackung gefällt mir. Das ist sehr schlicht und hübsch. Erinnert mich ein bisschen von der Verpackung her an Boutique. Und nö, aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine schöne Box, ne? Es steht im Rossmann, gibt es, glaube ich, auch online. Have a beautiful day. Ist, glaube ich, auch eine schöne Sache zum Valentinstag, so als kleine Geschenkidee. Nachgekauft und endlich gefunden ist hier die Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara von Catrice. Die ist so großartig. Meine war jetzt leer. Ich verwende sie super gerne als Kombi-Mascara mit anderen Mascaras. Die verwende ich dann als erste Schicht und vielleicht dann nochmal als dritte oder vierte Schicht noch, um Sachen auszubürsten. Zum Beispiel ist das hier so ein absoluter Mitspieler von der Nabla Vigis. Oh, Leute, Leute, Leute. Das ist so eine ganz zarte, kurze Gummibürste. Und die hat auch irgendwas mit drin, was die Wimpern dann auch so ein bisschen wachsen lässt. Also Öle, denke ich mal. Irgendwelche pflegenden Geschichten, ne? Dass die Längen quasi gepflegt werden. Du hast hier kein Wimpernwachstumsserum in dem Sinne drin. Die ist wundervoll. Also ich habe sie jetzt Gott sei Dank wieder im Backup und ich finde sie einfach mega empfehlenswert. Online, wie gesagt, ständig ausverkauft oder gar nicht mehr verfügbar. Ich habe schon Angst gehabt, dass die aus dem Sortiment genommen worden wäre oder so. Aber bei mir im, ich glaube, Rossmann stand sie noch. Das hier habe ich heute auch ausprobiert. Wird direkt aussortiert, weil ich das ganz, ganz schlimm finde. Im Video selber ging es noch, aber später, als ich dann die Sachen so aufgeräumt habe, haben meine Lippen gebrannt wie Feuer. Und zwar ist das hier dieses Lifter Plump Gedönsen von Maybelline. Habe ich in der Farbe 002. Sah schön aus, ist halt wie so ein Liftergloss von Maybelline, ne? Die ich wirklich gut finde. Aber dieses Zeug ist halt mit Chili und das, boah, das geht so ab. Und ich bin wirklich nicht schmerzempfindlich, das sage ich ja immer wieder mit dabei, ne? Aber das ist mir echt zu viel. Dann habe ich die auf den Augen, auf dem Auge, Surreal Meta Black von Maybelline. Das ist eine neue Mascara. Die ist gut, also endlich. Ich hatte auch welche in diesem Format, die ich nicht so gut fand. Die hier hat richtig schön funktioniert. Ich sehe jetzt aber über den Tag und wir haben es jetzt wie spät? 20.53 Uhr und ich habe mich heute Mittag geschminkt, so ungefähr um 13, 14 Uhr, ne? Und
ja, sie lässt langsam nach. Also da ist nicht mehr so viel Länge, wie das halt am Anfang der Fall war. Das heißt, die ist okay, aber sie ist jetzt nicht so mega geil wie die andere, die ich auf dem anderen Auge trage. Und da kommen wir gleich zu. Auf dieser Gesichtshälfte trage ich von Essence All About Blur. Das ist so ein Primer, der so ein bisschen Poren minimieren soll. Aber Leute, der mattiert wirklich sehr, sehr intensiv. Und das merke ich. Ich habe auf beiden Seiten die gleiche Foundation, aber unterschiedliche Primer. Und hier habe ich wirklich auch die ganze Zeit dieses Gefühl von Trockenheit. Das merke ich halt richtig, ne? Gerade so in dem Bereich, wo ich mein Gesicht ja auch bewege, bei den Augen, an der Stirn und so. Muss man mögen. Wenn man vielleicht eine Mischhaut, eine ölige Haut hat, ist das wahrscheinlich sehr, sehr gut. Wenn man eine trockene Haut hat, ist es so okay. Es ist halt da. Wäre jetzt aber nichts, was ich jetzt so empfehlen würde für Leute, die eine so trockene Haut haben wie ich halt, ne? Auch in meinem Gesicht trage ich von Maybelline ein neues Produkt. Build a Brow habe ich diesen Pencil gekauft und den habe ich in der Farbe Blond. Und den habe ich in dieser Augenbraue drin. Der ist anfangs, sieht man ja auch hier, habe ich ja angefangen, ne? Dunkler, wird nach hinten hin immer schwächer. Und ich habe, nee, doch, den Stain habe ich hier auch noch drauf. Das ist dieser ockerne Stain. Ja, wir waren eben einkaufen und dann stand ich an der Kasse. Ich sage, oh, da habe ich ja noch einen Stain. Naja, färbt auf jeden Fall ordentlich ein, ne? Also das ist ein sehr haltbares Produkt. Dieses Augenbrauen-Gel, was da drin ist, hat leider nicht so einen guten Effekt. Also das hat nicht viel gemacht. Das ist halt ein bisschen da. Das ist sehr zart. Für die Leute, die es eher zart mögen, ist es wahrscheinlich gut. Für mich ist es eher so, ich mag es lieber, wenn das stärker ist, ne? Aber gut, ja. Wird bleiben, wird auch immer mal wieder verwendet werden. Aber ob ich das nochmal so solo in die Augenbrauen reingebe, weiß ich nicht. Ist aber, glaube ich, ein ganz tolles Alltagsprodukt. Ja, dann habe ich mir nachgekauft, weil ich in meinem Project Pen das drin habe und es ist fast leer, von dem Asa Magic Finish, Lichtschutzfaktor 30, das ist Porcelain Teint, genau. Voll meine Farbe, voll meine Farbe. Der Wahnsinn, habe ich jetzt auch schon mehrfach natürlich verwendet, ne? Verwende ich aktuell im Aufbrauchmut und das ist jetzt mein Backup, was ich mir gesichert habe. Das finde ich richtig klasse. Ich guck, da ist sogar ein nicht. Ich wollte schon sagen, da ist ein Spatel drin. Nee, das ist das Klau-mich-nicht-Ding. Auch geil. So, ein Produkt, was ich nicht im Gesicht trage, ist hier von Bad Cosmetics ein neuer Lipgloss. Plumpy, das ist dieser hier. Habe ich, wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Ich habe den auch einfach nur so gekauft, blind. Da war in dem Aufsteller jetzt nicht zu sehen, wie die Farbe genau aussieht. Ich meine, dass es einfach nur ein transparenter Gloss ist. Ich schau mal. Können wir jetzt ja mal auftragen. Dann mache ich mir einmal das, was ich auf den Lippen habe, ab. Und dann schauen wir mal, wie das so ist. Ja, ich wollte demnächst noch weitere Full Face New In und so weiter machen, aber komm, wir machen das mal zusammen. Das ist halt dieser Applikator, den ich nicht so gerne mag, ne? Oh, ist das Schimmer? Oh Gott, guckt mal. Okay, dann sitze ich hier gleich mit Glitzerlippe. Läuft. Mhm. Seht ihr die Sparkles? Ich hoffe, dass ich die nicht auf den Lippen spüre. Oh Gott, ich dachte, der wäre... Stand da irgendwas? Nee, einfach nur Plumpy. Hm, ach Gott. Passend zu Silvester wahrscheinlich. Uiuiui. Ich habe das jetzt extra mit dem Finger gemacht, dass wenn da nichts ist, oh Gott, das wird warm. Dass ich den weitergeben könnte. Und der ist aber süß. Wie verwirrend ist das denn? Oh, ist eine krasse Lippe jetzt. Also das ist, ne, ihr seht, oh, ich merke das. Mhm, was haben die jetzt alle gerade mit ihrem Chili? Ich lasse das jetzt einfach mal drauf und dann lassen wir das mal auf uns wirken. Dieses Kühle, wie der Lipgloss ja aussieht, finde ich ja richtig geil. Also das finde ich richtig schön. Das kann ich mir auch gut als Topping über irgendeinen Lippenstift auch gut vorstellen. Der schmeckt süß, ist aber so scharf. Ich glaube nicht, dass er bleiben wird. Also das halte ich nicht aus. Mhm. Puh. Okay, kommen wir weiter. Den habe ich auch noch nicht in meinem Fullface verwendet, weil ich ja zwei neue Primer verwendet habe. Und dann wollte ich einfach eine Foundation verwenden, die ich schon kannte. Und deswegen habe ich das Revival Loves Miracle Skin Perfector Produkt nicht aufgetragen. Ist das jetzt im Standardsortiment, Leute? 27 Milliliter sind hier drin. Das wollte ich auch noch mal so ein bisschen gegen das M. Asa Magic Finish antreten lassen.
als ich das so eben mal so mit dem Fingerchen, dass ich da reingegangen bin, also nicht geswatcht, ne? Ich hatte da nur einfach reingebounced, hat sich das ein bisschen cremiger angefühlt. Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Könnte interessant werden. Also es könnte aber auch eher sowas sein, was ich eigentlich eher so im Sommer trage, ne? Ich meine, dass es davon auch nur eine Farbe gibt. Keine Ahnung, wie gesagt, ob es das jetzt im Standardsortiment gibt oder ob das jetzt quasi eine Limited Edition war. Stand ganz normal bei uns in den Theken drin. Genauso hier von Rival Loves Me der Hollywood Glow Face and Body Luminizer. Das ist dieser hier. Das ist eher so ein Produkt, was ich mir dann auf die Schienbeine und so weiter geben werde. Also es ist kein Highlighter, auf gar keinen Fall. Und wenn dann so auf die Schlüsselbeine, also das ist eher so ein Produkt, was zu den wärmeren Tagen dann auch bei mir in Einsatz kommt. Aber ich fand es interessant und habe es deswegen gekauft. Den habe ich mir jetzt auch schon auf die Augen gegeben, die Eyeshadow Base von Rival Loves Me. Die ist schon sehr, sehr klebrig. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass du da nicht zu weit nach außen zum Beispiel kommst. Sonst trägst du damit deine Foundation oder deinen Concealer ab, ne? Und auch nicht zu weit nach innen. Auch da wieder das Concealer- und Foundation-Problem. Genau, also das ist ein schwieriges Produkt, um das mal so zu sagen. Ja, wird aber noch weiter getestet. Genauso habe ich mir auch die High Perfection Limited Edition von Rival Loves Me gekauft. Und auch die trage ich im Gesicht. Tja. Wo habe ich was aufgetragen? Da ist der Highlighter drunter, aber drunter, da ist noch einiges drüber. Aber der ist richtig gut. Der Liquid Highlighter, den kann ich euch wirklich absolut empfehlen. Finde ich wundervoll. 15 ml ist echt mal eine Ansage. Gut, es kommt hier in so einem Quetschtübchen raus. Es ist Geschmackssache, ne? Aber ich finde, dass der einfach richtig, richtig schön rübergekommen ist. Und deswegen war ich sehr froh drüber. Das Schwämmchen habe ich auch verwendet. Das mag ich ganz gerne. Kann ich jetzt auch noch mal hier unter den Augen und um die Nase verwenden. Das ist auch noch ein bisschen feucht von heute Mittag, Nachmittag. Jo, kann man machen, ne? Ist ein schönes Schwämmchen. Also das kann man sich definitiv holen. Ein günstiges Schwämmchen und durchaus brauchbar. Was man nicht unbedingt braucht, ist dieser Soft Illuminating Loose Powder, weil das ist kein normales Loose Powder. 15 Gramm sind hier drin, sondern das ist ein loser Puder, mit relativ sichtbarem Schimmereffekt. Den habe ich nachher als Highlighter on top nochmal gegeben, wo das sehr, sehr schön aussieht, ne? Aber ich würde mir das nicht komplett übers Gesicht geben. Ich glaube, das wäre zu viel. Das ist auch nicht so subtil wie der Skin Enhancer zum Beispiel aus der Galaxy bei Maxime Collection, sondern das ist halt sehr... Ich kann es schlecht mit der Kamera einfangen. Ich habe das versucht, in einem Schminkvideo zu machen, ne? Man sieht da schon, dass du so einen losen Puder hast mit... Ab und an hast du dann so ein Schimmerpigment dazwischen. Das ist ganz verrückt. Aber braucht man 15 Gramm losen Highlighter? Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Wird aber auf jeden Fall noch ein bisschen weiter getestet. Ich weiß aber nicht, ob der bis zum Ende des Jahres in meiner Sammlung bleibt. Etwas, was ich großartig fand, ist dieses Duo Contouring Produkt. Habe ich beide Farben gemischt. Also hell, dunkel, hell bin ich reingegangen und habe mir das dann aufgetragen. Sehr subtil, sehr, sehr schön. Wenn ich es dunkler hätte haben wollen, wäre ich noch einmal mehr in das Dunkle reingegangen. Du kannst jetzt aber auch schön aufbauen, ne? Also ich glaube, dass das auch für verschiedene Hauttypen, Untertöne und Hautnuancen, sage ich jetzt einfach mal, geeignet ist. Also ich bin ja sehr, sehr light, very fair, keine Ahnung, Porcelain, Alabaster, Tüllü und kann das auf jeden Fall verwenden. Aber auch Leute mit Medium Skin Tone definitiv, ne? Genau, den Pinsel habe ich mir auch mitgenommen und den finde ich super. Nicht nur, dass der einen wunderschönen, changierenden Stil hat, in diesem wunderschönen Mintgrün, aber dann hast du noch diese rosa Reflexe drin, sondern damit kann man auch schön Foundation, weil der so auch ein bisschen abgerundet ist, Foundation auftragen, aber auch Cream Textures haben sich damit sehr schön auftragen lassen. Also den kann ich euch auch empfehlen. Also, geht gerne in den Rossmann, schaut, ob ihr die Limited Edition bekommt. Ansonsten, online ist sie ja auch ab und an ein bisschen verfügbar, ne? Also, ist eine Empfehlung, ne? Jetzt nicht unbedingt das Illuminating Powder. Und dieses Blush habe ich mir nicht gekauft, weil ich einfach so viele Blushes in letzter Zeit hier habe und noch aus anderen LEs mir was gekauft habe, dass es einfach zu viel gewesen wäre. Ich habe mir nämlich auch von Essence die Love, Luck and Dragons Limited Edition gekauft. Die Eye Patches werde ich morgen früh einfach mal ausprobieren und euch dann im Ende Januar im Aufgebraucht-Video was dazu erzählen können. Deswegen kommt das hier zur Seite. Den Blush. Wo trage ich den denn? Den hatte ich versucht aufzutragen, aber der war zu leicht als Blush, genau.
Hatte ich erst aufgetragen, ist aber aufbaubar. Genau, so habe ich das gemacht. Ich habe den erst leicht aufgetragen, nicht so gut, also erst auf den Handrücken und dann aufgetragen. Aber wenn man den halt direkt aufträgt und dann verblendet, schnell verblenden, weil es ist ein Tint, ne, dann ist der schon ganz gut. Aber ist jetzt nicht mein favorisierter, mein liebster Liquid Blush, den ich habe. Und auf den Lippen war der einfach pink, ne, ist klar, ist ein pinkes Produkt. Was ich auch auf den Augen habe, ist hier von Essence das Love, Luck and Dragons Liquid Eyeliner Produkt. Habe ich mich hier oben als Line gezogen. Der ist richtig schön. Da muss man halt nur den richtigen Look für finden. Ne? Also jetzt hier in den Look integriert, finde ich das eigentlich ganz nice. Ich denke auch so für Weihnachtslooks oder Silvesterlooks ist es eine schöne Sache. Ich weiß nicht, ob ich mir den Solo auftragen würde. Vielleicht so noch über den schwarzen drüber gesetzt. Da kann ich mir das vorstellen. Also quasi nicht da drauf gemalt, also ne, so drauf gemalt, sondern so da drüber gemalt. Das könnte auf jeden Fall auch noch was werden. Da kann man auf jeden Fall mit spielen. Es ist ein toller, toller Liquid Highlighter, ne? Eyeliner. Reden. Jetzt habe ich auch noch die Lidschattenpalette. Die ist solide. Also wirklich für den Preis absolut empfehlenswert. Ne? Ich persönlich habe hier einen hellen Schimmerton für den Innenwinkel vermisst, weil der hellste, dieser Goldton, ist auf meinem kompletten beweglichen Lid. Ansonsten eine gute Qualität, hat sich auch schön verarbeiten lassen. Ich habe mir einfach den, schaut im Video vorbei, wie ich den Look geschminkt habe, aber ich habe den verwendet. Genau, die anderen habe ich nicht verwendet. Und das sind gute Töne. Also ich denke, wenn man dann noch eine Nix Glitter Glue zum Beispiel unter den Schimmerton gegeben hätte, wäre der noch intensiver gewesen. Und das für den Preis, kannst du dich eigentlich nicht beschweren. Ja, den Lippenstift. Möchte ich den jetzt einfach mal auftragen, dass ihr den seht? Ich glaube schon. Das heißt, ich nehme jetzt mal dieses Feuerding von meinen Lippen. Ja, wie viele solcher Tücher möchte ich verwenden? Ja, das ist schon intens, Leute. Mhm. Aber es wurde nachher, also wenn man sich dran gewöhnt hat, wurde es besser. Also der von Bad Beauty ist nicht so heftig, finde ich persönlich, wie der von Maybelline, der Liftergloss. Naja, auf jeden Fall habe ich hier den, welche Farbe habe ich hier eigentlich? 02 Dragon's Dream in Red. Ja, das ist halt so ein richtiges Weihnachtsrot für mich persönlich. So ein Adventskalender-Unboxing-Rot, aber ich glaube, die meisten werden drauf abfahren, weil der halt diesen Bullet hat, der so einen Drachen eingraviert hat. Das heißt, du kannst für wirklich wenig Geld einen so geilen Lippenstift bekommen. Kiko hat sowas ja auch, glaube ich, aktuell, ne? Also da könnt ihr immer mehr auch bei Marken, die jetzt nicht so super, super teuer sind, auch solche Produkte bekommen, aber jetzt halt auch in der Limited Edition von Essence. Ich glaube, ich mache mir das jetzt einfach klassisch, wie ich das auch zu den Adventskalender-Unboxings gemacht habe. Das heißt, ich mache erstmal einen Lip Liner. Mensch, ich bin so ein bisschen aus der Übung, ne? Kannst du nicht anders sagen. Genau. Upsala. Dann komme ich da auch noch mit dem Finger dran. Und dann mache ich mir darüber einfach den Lippenstift. Es ist eigentlich zu schade zum Verwenden, aber wenn du schöne Produkte hast, die du feierst, dann verwende sie. Das wird dir gut tun. Das sieht jetzt ohne die Weihnachtsmütze ganz schön lost aus, ne? Aber es leuchtet so richtig. Und ich finde, dass die Farbe auch mega aussieht. Er fühlt sich super angenehm leicht auf den Lippen an. Mega angenehm. Also das ist jetzt kein super haltbarer. Das heißt, der wird dir im Laufe des Tages natürlich abgehen. Ne? Und auch wenn man trinkt, wenn man isst, wird der abgehen. Aber ich finde den wunderschön. Und vielleicht dazu, nein, ich traue mich nicht. Oder traue ich mich doch, den Bad da drüber geben? Doch, komm, dann machen wir jetzt nochmal hier volles Programm. Weil der hat auch noch so blaue Sparkles drin. Und hier haben wir auch einen leicht bläulichen Unterton, sodass die Zähne dadurch dann auch ein bisschen weißer wirken. Wenn man sich jetzt nämlich ein bisschen was von dem Lipgloss nimmt, das muss nicht viel sein, und das so drauf tupft, sieht das natürlich richtig juicy aus, ne? Kannst auch mehr machen, dann hast du noch mehr Sparkles drauf, aber so würde ich persönlich diesen Lipgloss empfehlen, weil das dadurch nicht zu stark ist, es ist nicht direkt auf der Lippe drauf. Und schon wieder ein Tuch hier. Genau, und es sieht gut aus. Ne? Passt das zum Augenlook? Doch, schon so ein bisschen. Doch, das mag ich schon leiden. Gut, dann kommen wir jetzt mal weiter und widmen uns diesem Augenbrauenstift. Den habe ich auf dieser Augenbraue drauf. Der Riva Loves Me Super Precise Brow Liner in 01 Light Brown. Der ist mir ein bisschen zu warm. Also der wird,
weiß ich nicht, ob der bleiben wird, muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt so auf der Augenbraue drauf sieht es gar nicht so verkehrt aus, finde ich, ne? Aber ich habe das jetzt nicht so von der Farbe her gefeiert. Vor allem, als ich näher rangegangen bin, habe ich gesehen, wie rot der eigentlich auf meinen eigentlich sehr aschigen Augenbrauen wirkt. Und das ist dann natürlich nicht so geil. Den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Der ist jetzt aus dem neuen Catrice Sortiment. Das ist der All-in-One Brow Perfector in der Farbe Blond. Und ja, der wird dann demnächst mal getestet. Du hast hier nämlich sowohl so einen Stift drin in so einer Dreiecksform, was farblich richtig gut passen könnte, als auch ein Puder. Und damit kann man dann auch nochmal die Augenbrauen auffüllen. Also sehr interessant gemacht, dass du hier so ein 2-in-1 Produkt hast. Eigentlich 3-in-1, weil du ja auch noch dann den Spoolie mit dabei hast. Das ist schön. Und ich merke gerade, dass ich den Lipgloss jetzt mag. Weil jetzt tut er nicht weh. Ich kann ihn als Topper gut verwenden. Dafür macht er auf jeden Fall Sinn. Dann auch von dem Catrice Sortiment, da bleiben wir jetzt einfach mal, habe ich auf dieser Seite diesen neuen Primer verwendet, Skin Glaze Hydrating Serum Primer. Den fand ich richtig, richtig gut. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr Glow mögt, wenn ihr vielleicht auch eine trockene Haut habt und da ein bisschen mehr Pflege haben möchtet. Der ist nicht so holografisch, wie er hier erstmal aussieht. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mein Gesicht blau oder rosa geworden wäre. Ich habe aber auch einen neutralen, kühlen Hautunterton. Das heißt, wenn man vielleicht einen wärmeren oder einen etwas neutraleren Hautunterton hat, könnte es sein, dass das Ganze dann etwas changierender aussieht. Aber ich habe es auch nicht auf meinen Fingern gesehen oder so. Den mochte ich sehr, sehr gerne leiden und der hat sich einfach gut auch angefühlt. Die Mascara, ja, habe ich auf dieser Seite. Die Fake It, die ist so geil. Also Volume and Folds Lash Mascara. Ich bin nur gespannt, wie sie sich dann nachher abschminken lässt. Also die habe ich jetzt auf den Wimpern drauf. Hier steht ja 24 Stunden Halt. Sie gibt auf jeden Fall jetzt auch noch Stunden, nachdem ich sie aufgetragen habe, ordentlich länger, also dass die Wimpern fast zu den Augenbrauen gehen, ne? Ja, und sie ist auch immer noch sichtbar. Sie ist nicht so Wawawoom-mäßig wie andere Mascaras, die ich so habe, aber sie hat auch nicht so einen Wawawoom-Preis, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Und hier haben wir von Catrice nach längerem, weiß ich nicht, hatten die das in dieser Form auch schon, weiß ich nicht, so eine erdnussförmige, ja, Faserbürste. Ne? Ansonsten haben die ja auch viel so Gummibürstchen-Mascaras gehabt und die mag ich wirklich gerne leiden. Da war ich auch sehr überrascht von mir selber und finde es großartig. Also die hat auf jeden Fall, sofern sie einen Hype bekommt oder bekommen hat, den Hype verdient. Etwas, was ich noch nicht ausprobiert habe, was ich bei Sarah Isabel schon gesehen habe, Like a Daisy in Spring, schaut gerne bei ihr vorbei. Die hat auch schon ein Testvideo hochgeladen zu dem neuen Catrice Sortiment, ist dieser Liquid Eyeshadow Deep Matte. Dieses Mal hat sich Catrice überlegt, wir hauen in unser Sortiments-Update allerhand Mono-Lidschatten, also Liquid Eyeshadows, dann so Mono-Duo-Chrome-Viecher. Ne? Das ist schon sehr interessant, dass sie sich dann natürlich auch an den hochpreisigen Marken Denisa Myricks und Co. orientieren. Oder auch Carla, heißt du Carla Cosmetics? Ich glaube schon, ne? Das ist jetzt nämlich bei Purish auch relativ fresh auf den Markt gekommen. Dieses, ne? Genau. Und das kommt dem Ganzen schon nah, aber hier haben die was anderes gemacht. Und zwar haben die das als matt erstmal rausgebracht, dieses Liquid. Fand ich sehr, sehr interessant. Das sah bei Sarah Isabel richtig schön aus. In Lime Light habe ich das bestellt. Also ich habe nur eine Farbe bestellt, dieses Grün, weil ich das einfach super interessant finde. Und ich liebe grüne Looks, das wird ausprobiert. Und das verwende ich dann in Kombination mit diesen Duo Chromes. Und da habe ich mir 3 Stück von bestellt. Das ist ein Chrome Eyeshadow, einmal in 10 Moonlight Glow. Schaut so aus und die sind ja so günstig in Relation zu dem, was es dann im High-End-Markt gibt. Ne? Gut, du hast hier nur 1 Gramm drin, aber trotzdem. Dann die 20 Supernova habe ich hier auch noch am Start. Und das ist einfach cool, wenn man die Möglichkeit hat, für einen schmalen Taler einfach mal auszutesten, ob man überhaupt auf diese Art von Farben steht, weil nicht jeder möchte sich für 160, 150, 100, was auch immer Euro eine Denisa Myricks Lightwork Palette kaufen, um herauszufinden, ob man diese Art von Lidschatten mag. Und wenn man die so hart feiert, kann man immer noch sagen, ich wünsche mir die zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu was auch immer. Deswegen perfekt eigentlich zum Anfang des Jahres, um einfach mal die Möglichkeit zu haben, eine ganze Zeit zu testen. Nun, und hier habe ich noch die Farbe 030 Galaxy Lights. Hammermäßig. Also das wird ausprobiert, zum einen in Kombination mit dem Creamy Eyeshadow, den ich hier in Matt habe, aber auch natürlich in Kombination mit anderen Lidschattenpaletten. Ne? Dann habe ich hier den Highlighter und da bin ich mir echt nicht sicher, ob ich den überhaupt verwenden möchte. Also
Erstmal ist der winzig klein. Das ist dieser Space Glam Holo Highlighter. 4,6 Gramm. Ich habe natürlich das im Laden noch nicht swatchen können, weil die Theken noch nicht aufgebaut sind. Aber hey, dafür bin ich ja hier, um euch das Geld zu sparen, damit ihr euch das Geld nicht ausgeben müsst. Das heißt, wir tragen den jetzt einfach mal zusammen auf und schauen, was er kann. Ich nehme jetzt hier so einen Pinsel von Spectrum. Gehe da mit dem Pinsel rein. Ein bisschen mehr vielleicht. Weil hier kriege ich wirklich nur einzelne Schimmerpigmente so auf dem Pinsel. Okay, ja. Das ist für die Leute, die es intensiv mögen. Karneval steht vor der Tür. Da ist es angebracht. Ja. Würde ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus sagen. Du hast jetzt sehr, sehr groben Schimmer. Sehr, sehr grob. Man sieht dieses holographisch... wie auch immer, gedönsen. Ist das holographisch? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall rosa. Ja, auch ein bisschen bläulich, würde ich jetzt sagen. Es ist schon intensiv. Also ich finde schon, dass es jetzt gut aussieht und dass es auch in irgendeiner Art und Weise zum Look passt, weil der Look ist abgefahren und dann kann man auch noch einen abgefahrenen Highlighter auftragen. Witzig, dass ich während des Schminkvideos übrigens gesagt habe, ich mache es ein bisschen dezenter, weil wir wollen nachher noch einkaufen gehen. Aber da hatte ich auch noch keine roten Lippen und noch keinen Holo Highlighter. Ja, ist auf jeden Fall spacey, ne? Ist abgefahren. Okay, dann habe ich auch noch was im Gesicht, was man jetzt wirklich gar nicht mehr sieht. Und zwar hier diese Magic Shaper Face Cream Palette. Erstmal, also mein erster Gedanke war, huch, du bist aber eine kleine Palette. Dann war mein Gedanke, huch, du bist aber eine dunkle Palette. Und das fand ich ein bisschen schade. Es gibt nämlich nur die eine Farbe. Also die Highlighter, gut, ja, da könnte ich den unteren vielleicht verwenden. Schon, habe ich jetzt in dem Video nicht gemacht. Da habe ich nur den hier oben verwendet als Cream, Bronzing, Konturgedönsen. Dafür war der super. Also man braucht vielleicht dafür einen etwas kleineren Pinsel als jetzt diesen hier, obwohl der jetzt auch nicht riesig ist. Aber ich würde euch empfehlen, euch da einfach vorsichtig ranzutasten. Das Gute hierbei war jetzt bei dem Ton auf jeden Fall, der ist nicht übermäßig krass pigmentiert. Ich habe auch ein bisschen überlegt, könnte das vielleicht so sein, dass die mit der Secret Garden Limited Edition so ein bisschen Testlauf gewagt haben, so, kommt sowas überhaupt bei der Community an? Und dann haben sie halt das Ding hier rausgebracht, was der schon sehr nahe kommt, aber die Secret Garden war stärker pigmentiert und dementsprechend etwas schwieriger in der Handhabung. Ich glaube, dass dieses Produkt anwenderfreundlicher ist, obwohl ich glaube, dass, wenn das auch in den Theken steht, sich bei weitem nicht so gut verkaufen lässt, eben weil die so dunkel aussieht und die Fändchen einen Tick zu klein sind. Das einfach so als kleine Einschätzung meinerseits. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht und ob ihr diese Palette ansprechend findet oder eher weniger. Also ich glaube eher, dass die beim nächsten Sortiments-Update eher ausgelistet wird. Aber nun, wir schauen mal weiter. Ich habe hier auch noch eine Limited Edition. Und zwar die Glossy Flames. Ja, da habe ich hier einmal diesen Glazing Highlighter. Den habe ich mir auch aufgetragen hier auf dieser Seite. Wie gesagt, ne, Licht habe ich jetzt ja gekauft, wird noch aufgebaut und so. Sieht man nicht so gut. Da habe ich jetzt auch den anderen drüber gegeben. Sie sehen nichts von. Egal. Fand ich gut. Also ich kann mir auch gut vorstellen, den zu tragen, wenn ich jetzt zum Beispiel nur diesen Miracle Skin Perfector verwende und nicht irgendwie groß von Fullface Tralafitti mache, sondern einfach für den Alltag ist der ganz gut geeignet, auch wenn der bei weitem nicht danach aussieht. Aber es ist eigentlich ein sehr einfacher und auch subtiler Highlighter, aber nicht zu subtil. Du siehst ihn, aber er fällt dir nicht direkt ins Auge. Und das fand ich eigentlich ganz charmant. Und deswegen, also den habe ich auf jeden Fall in mein Herz geschlossen. Der wird jetzt gerne noch weiterhin verwendet. Dann habe ich noch nicht ausprobiert, diesen Blurring Make-Up Primer, auch aus dieser Glossy Flames Limited Edition. Da muss ich mal gucken. 15 Milliliter, da haben ja alle auch, die das auch reviewed haben, unter anderem Like Daisy in Spring. Schaut dort auf jeden Fall vorbei, die ist so schnell mit den LEs. Ich glaube, die wohnt manchmal im Rossmann. Nein, ich weiß, dass sie nicht im Rossmann wohnt, aber ja, schon krass. Alles ist hier so glowy-powy und dann kommt dieser Primer Make-up. Fand ich auch ganz witzig, aber gut, wird ausprobiert. Und dann habe ich mir auch noch diesen Pinsel bestellt, den wollte ich wahrscheinlich aber eher so zum Maskenauftragen verwenden. Das ist halt so ein Face Brush, ne? Damit kann man aber, glaube ich, auch super diese Palette verwenden. Dass man mit dem Pinsel in die Palette geht, das aufträgt und dann mit so einem Pinsel oder mit einem Schwamm vielleicht das Ganze verblendet. Das fällt mir gerade ein. Das könnte auch ganz cool sein. Das ist ein Reim. Und da habe ich noch mal einen Buchvorschlag für euch. Und zwar habe ich das rausgebracht. Vergangene Verse.
jetzt im Pelletier Verlag verfügbar, ist ein Buch, wo ich sehr poetisch geworden bin und allerhand Gedichte niedergeschrieben habe. Und meine Gedanken, das ist nur für euch. Also da steht nicht wirklich was Persönliches von mir drin. Ich habe es nur einfach für euch vorbereitet, denn das ist ein 5-Minuten-Tagebuch, was ihr für euch persönlich befüllen könnt, wenn ihr möchtet. So, Link in der Infobox, ne? Wir machen jetzt aber noch weiter mit dem Haul. Da habe ich noch ein bisschen was, es ist nicht mehr viel. Einmal sind das hier von Facel die Ultrabinden. Habe ich gerne, wenn ich meine Periode habe. Ich bin einfach nicht mehr so ein Fan von OOBs bzw. Tampons. An starken Tagen verwende ich noch Tampons, ja, aber ich versuche weitestgehend darauf zu verzichten und vermehrt halt Binden oder Periodenunterwäsche zu verwenden, weil ich einfach merke, dass ich weniger Schmerzen habe, wenn ich darauf verzichte. Natürlich habe ich auch von Style Pro ja diesen Timmy Toppy, nein, das ist was anderes, mein, wie heißt das Ding? Tommy, Timmy, Tummy. Auf jeden Fall mein Bauchwärmer. Ne? Gibt es auch bei Purish, könnt ihr dort auch. Setze ich euch auch mal einen Link in die Infobox, ist mega. Aber das ist halt einfach, ja, nicht nur für nachts, da trage ich ja eh keine Tampons, sondern halt, dass ich versuche, sowas auch tagsüber zu verwenden. Ich weiß nicht. Mein Körper hat sich sowieso ein bisschen umgestellt, seitdem ich halt ein Kind gekriegt habe und da verändern sich Dinge. Dann habe ich mir auch noch von Procodent die Mundspülung mitgenommen, extra weiß. Leute, meine Liebste von DM war ausverkauft. Online und im Laden. Und ich habe sie nicht gekriegt. Und deswegen habe ich mir einfach mal die hier mitgenommen, als ich im Rossmann war. Mitgenommen nicht, ich habe sie gekauft. Und zwar die extra weiß. Ja, mal gucken, ob ich da wirklich weißere Zähne mit habe. Ich verwende mindestens einmal täglich eine Mundspülung, immer nachdem ich zum Beispiel meine Zähne geputzt habe. Und ich verwende zum Beispiel auch aktuell diese Zahnpasta von Perlweiß, diese pinke, die mal in einem Adventskalender drin war, die alle aussortiert haben oder die gesagt oder alle haben gesagt, mein Zahnfleisch wird davon pink, meine Zunge wird davon pink. Habe ich nicht so, ne? Wahrscheinlich, weil ich danach immer eine Mundspülung nehme. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich hatte bislang noch keine pinke Zunge oder pinkes Zahnfleisch. Aber ja, es liegt dann wahrscheinlich daran, dass ich dann danach halt nochmal alles ausspüle, möglicherweise. Aber dann habe ich natürlich auch nicht diesen Weißeffekt davon, ne? Hier haben wir noch aus dem Isana Trennturm diesen Raumduft, verwöhnend aromatischer Duft. Duftprobe hier reiben. Ich habe gar nicht gerochen. Ja, riecht angenehm, ne? Ist halt so ein Aufstellding. Ich finde es ganz charmant. Ich habe sowas in vielen verschiedenen Räumen bei uns stehen. Und ich muss gestehen, dass ich auch mittlerweile das gar nicht so schlimm finde, wenn das gar nicht so super intensiv duftende Düfte sind. Weil dann bleibt der Duft auch wirklich dort in diesem Raum. Manche Sachen sind halt wirklich so schlecht, dass die nicht mal in unserem kleinen Gäste-WC zu riechen sind. Das ist dann natürlich bitter. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir hier oben ganz gut vorstellen kann, bei uns im Badezimmer oder in der Küche zum Beispiel. Ne, da stelle ich sowas ganz gerne auf, weil, ja, ich finde es einfach gut, wenn man unangenehme Gerüche halt nicht in Räumen hat. Und genau, im Wohnzimmer habe ich dann eher Duftkerzen, wenn überhaupt, am meisten. Also meistens haben wir da einfach gar nichts stehen, weil wir haben Hund und wir haben ein kleines Kind. Und dann braucht man jetzt nicht unbedingt die krassesten Raumdüfte raus, von meiner Meinung nach. Wenn ich da schon Kopfschmerzen von kriege, was soll dann mein Hund sagen mit seiner feinen Nase? Der liegt da vorne und schläft auf seiner Couch und ist glücklich. Ihr Lieben, das war jetzt hier einfach mal mein Drogerie-Haul. Ja, vielleicht konnte ich euch ein bisschen Inspo geben, vielleicht auch schon vor so ein paar Fehlkäufen bewahren, indem ich euch schon eine kurze Review gegeben habe. Aber wie gesagt, ich glaube, dass ich das Schminkvideo schon hochgeladen habe. Dann habt ihr da schon mal die Produkte in Anwendung gesehen. Aber auch das ein oder andere haben wir jetzt ja schon mal ein bisschen getestet. Ne? Ihr Lieben, das wäre es ja von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Abend. Ja, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.